Ich möchte jetzt aber zu unseren Vorträgen und Beispielen kommen. Wir blicken in drei Städte und da ganz konkret in drei Stadtquartiere, die ganz spannend sind. Zunächst nach Wien, nach Aspern. Das ist eigentlich ja das Best-Practice-Beispiel in den letzten Jahren, wenn es darum geht, neue Stadtquartiere zu entwickeln, dieses ehemalige Flugfeld am Rande der Stadt. Dort sind einige Dinge gut gelungen, weswegen es wirklich diesen hervorragenden Ruf bekommen hat. Die Verkehrsentwicklung vor dem Baustart, die war da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben dort einen großen Anteil an sozialem Wohnungsbau. Das ist ja auch so ein Spezialthema von Wien, wo die Stadt sicherlich so ein Alleinstellungsmerkmal hat, aber was wirklich auch für viele andere Städte sehr großen Vorbildcharakter hat. Und das Thema Nutzungsmischung, gerade auch in Bezug auf so Einzelhandelsmanagement, Erdgeschossnutzungen, ist in Aspern ganz spannend und die Vielfalt der Eigentümerstrukturen. Da haben wir den Herrn Peter Kraus, der Wien vorstellen wird. Als zweite Stadt gucken wir uns Heidelberg an und da speziell das Quartier Bahnstadt. Das ist ganz besonders vorbildlich in ökologischer Hinsicht, auch speziell mit Blick auf energetische Bauweisen. Dort ist das größte zusammenhängende Passivhausquartier in Europa entstanden. Aber auch sonst ist es ein sehr vielfältiges Quartier mit verschiedenen Nutzungen und auch aus diesem Grund ganz spannend. Und da freue ich mich, dass Herr Felix Grädler uns dieses Quartier vorstellen wird. Und zum Schluss blicken wir nach Hamburg-Oberbillwerda. Dort wird uns Frau Sabine de Buhr von der IBA Hamburg dieses Projekt vorstellen. Das ist sehr interessant, weil das liegt wirklich so ein bisschen zwischen Hamburg und dem Stadtteil Bergedorf in einem Gebiet, was im Moment noch eher ja, so einen landwirtschaftlichen oder ja, landschaftlichen Charakter hat. Und das ist ein sehr spannendes Konzept für eine Stadterweiterung, was dort geplant ist, was auch vom Beteiligungsansatz her sehr spannend ist. Und ja, auch von den städtebaulichen Strukturen finde ich Hamburg-Oberbillwerda wirklich auch sehr spannend. Das waren auch tolle Büros, die sich dort an den Planungen beteiligt haben. Genau, wir werden jetzt zunächst diese drei Beispiele in 10 Minuten kurz jeweils vorstellen. Ich möchte Ihnen vorher immer noch ganz kurz die ReferentInnen vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Danach gibt es, wie gesagt, ganz kurze Verständnisrückfragen, die bitte unten in das F&A stellen. Und dann gehen wir zum nächsten Vortrag und dann in die Diskussion. Genau, also kommen wir nach Wien. Das Wiener Beispiel Aspern wird uns vorgestellt von Peter Kraus. Peter Kraus ist seit 2020 nicht amtsführender Stadtrat der Grünen in Berlin. Ich glaube, man kann einfach Stadtrat sagen. Er ist dort, genau, er studierte Volkswirtschaft und Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und war auch schon von 2015 bis 2020 Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. Er ist hier ganz intensiv in die Bereiche Stadtplanung, Wohnen, Mobilität und Klimaschutz eingebunden und ja, setzt sich auf vielfältigen Feldern mit Themen Stadtentwicklung, Klimaschutz, Energieplanung, aber auch Bürgerinnenbeteiligung auseinander. Und er hat schon die frühere Bürgermeisterin Wiens, Maria Vassiliaku, beraten und unterstützt bei ganz bahnbrechenden Projekten, die ja auch Wien über Österreichs Grenzen hinaus wirklich immer wieder ins Gespräch bringen. Zum Beispiel dieses ÖPNV-Jahresticket, was 1 € am Tag kostet, oder diese neue Begegnungs- und Fußgängerzone in der Maria-Hilfer-Straße. Also ganz viele Projekte, wo Wien ganz vorne steht bei Best-Practice-Projekten und die für viele andere Städte sehr, sehr spannend sind. Deswegen freue ich mich, dass wir heute da nochmal nach Aspern gucken und dieses wichtige Stadterweiterungsgebiet in Wien weiter vertiefend betrachten. Herr Kraus, ich übergebe Ihnen jetzt das Wort. Vielen Dank. Ich hoffe, es funktioniert alles technisch Sieht schon. alles super aus. Sieht alles super aus, sehr gut. Ein herzliches Servus aus Wien. Es freut mich sehr, dass ich heute auf diesem digitalen Weg bei dieser Konferenz dabei sein darf. Ich darf Sie heute nach Wien entführen, auch wie gesagt, wenn es nur digital ist. Sie sehen auf dem ersten Bild schon einen kleinen Einblick unserer Stadt, die mittlerweile 1,9 Millionen Einwohnerinnen hat und damit die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum ist. Und auch, es wurde vorher schon angesprochen, immer wieder mal als Modell hergenommen wird für Wohnbaupolitik, für Bodenpolitik, aber auch für die extrem hohe Lebensqualität. Wien wurde in den letzten 10 Jahren zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität gekürt.
Gleichzeitig übrigens auch zur zweitunfreundlichsten Stadt der Welt, aber das nennen wir dann einfach den Wiener Charme. In den letzten 10 Jahren hat Wien auch noch eines ausgezeichnet, nämlich extrem schnelles und intensives Stadtwachstum. Wien ist in den letzten 10 Jahren um 200.000 Einwohnerinnen gewachsen. Zum Vergleich ungefähr Potsdam hat, glaube ich, 180.000 Einwohnerinnen, Rostock, glaube ich, knapp über 200.000. Das heißt, wir haben eine bemerkenswerte Stadt neu gebaut mit all ihrer Infrastruktur, von Verkehr bis Schulen, bis Parks und so weiter. Damit kommen wir schon weiter zur zweiten Folie, denn die große Frage ist, wie bewältigt man dann dieses Wachstum und wie bleibt man, während man dieses Wachstum bewältigt, auch den eigenen Grundsätzen hinsichtlich Leistbarkeit des Wohnens, Nachhaltigkeit der Stadt treu. Und da ist es die Seestadt Aspern, über das Beispiel ich heute auch sprechen darf, ein Stadtentwicklungsgebiet im Nordosten der Stadt, im Nordosten Wiens. Warum Seestadt, sehen Sie, glaube ich, auf diesem Foto. Der See war eigentlich nicht zum Schwimmen gedacht. Das haben die mittlerweile knapp 9.000 Bewohnerinnen der Seestadt aber anders gesehen. Jetzt ist der See zum Schwimmen da. Ich habe es gesagt, knapp 9.000 Menschen leben bereits in dieser Seestadt. Sie ist aber nach wie vor in Entwicklung befindlich und soll am Ende der Entwicklung 20.000 Bewohnerinnen und Bewohner haben und ebenso viele Arbeitsplätze. Gehen wir gleich zur nächsten Folie, denn die Seestadt, kurz einmal aus der Vogelperspektive, ist ein Gebiet von ungefähr 2,4 Quadratkilometer, ein früheres Flugfeld, das bereits in den 70er Jahren 1977 geschlossen wurde. Erst 2007 wurde dann der städtebauliche Rahmenplan vom Wiener Gemeinderat auch beschlossen. Also für alle, die sich in Wien gerade Gedanken über, in Berlin gerade Gedanken über Flugfelder oder Ähnliches machen, 40 Jahre kann man sich auch Zeit nehmen. 2013 war dann der erste Entwicklungsschritt, Sie sehen das links oben auf dem Foto, dass man einmal die U-Bahn hingebaut hat und wirklich auch in Betrieb genommen hat, bevor dann überhaupt weitere Entwicklungsschritte und die Besiedelung begonnen hat. Also die U-Bahn ist dort hingefahren, bevor der erste Wiener, die erste Wienerin dort überhaupt hingezogen ist. Wenn wir weitergehen, sehen wir dann auch den städtebaulichen Plan, der von Torwart Architects und Planners entwickelt wurde und auch eine laufende Vertiefung nach wie vor erhält. Beispielsweise gab es dann eigene Planungen für das gesamte Quartier, für den Bereich öffentlicher Raum durch GEL Architects. Es gab eine laufende Begleitung hinsichtlich gendersensibler Planung. Die läuft auch weiterhin. Es ist der Großteil der Straßen beispielsweise in der Seestadt ausschließlich nach Frauen benannt, weil ja das im Rest unserer Städte leider nicht so ist. Die Frage ist natürlich immer dann, das eine ist das Planerische, das andere ist, wie leben die Menschen dort, wie wohnen wir dort? Damit kommen wir zur nächsten Folie. Denn die Seestadt ist so etwas wie ein Durchschnitt des Wiener Wohnmodells, könnte man so sagen. Also ein Drittel der Wohnungen ist frei finanziert, ein Drittel leistbar, sogenanntes leistbares Wohnen, und ein Drittel ist soziales Wohnen im engeren Sinn. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, damit Sie sich vorstellen können, was das ungefähr bedeutet. Eine Genossenschaftswohnung, also eine leistbare Wohnung in der Seestadt im Durchschnitt 78 Quadratmeter Wohnung würde auf eine Miete von 670 Euro inklusive Betriebskosten kommen. Und dazu einen Eigenmittelanteil von 40.000 Euro, maximal 40.000 Euro. Es gibt unterschiedliche soziale Förderprogramme, die diesen Betrag dann noch senken würden, beispielsweise durch Eigenmittelersatzdarlehen. Oder im sozialen Drittel sozusagen der Gemeindebau. Wien hat ja sehr vielen kommunalen Wohnbau, der Gemeindebau neu. Kommt man bei einer 70 Quadratmeter Wohnung bei einer durchschnittlichen 525 Euro monatliche Bruttomiete, wobei hier Ablösen oder in andere Leistungen nicht zu zahlen sind. Der Zugang dazu, zu diesem sozialen Wohnmodell, ist abhängig von Einkommensgrenzen, aber in Wien, wie gesagt, ein breites Modell, denn 75% der Wienerinnen und Wiener haben prinzipiell Zugang zum Wiener Wohnmodell. Wohnen ist aber nicht nur ein Preis, sondern auch eine Frage der Qualität. Damit kommen wir zur nächsten Folie, denn die Seestadt Aspern ist auch für die städtebauliche Qualität, auch für das urbane Gefühl des Quartiers, das entsteht, glaube ich, wirklich zu Recht auch international beachtet. Ein großer Erfolgsfaktor dabei ist die von Beginn an aktive
Entwicklungsgesellschaft, die gegründet wurde von der Stadt, von einigen Wohnbauträgern, die den Auftrag hat, hier die Seestadt als Gesamtes zu entwickeln. Das heißt, eine Entwicklung aus einer Hand, eine Qualitätssicherung und eine bauplatzübergreifende Planung auch. Dadurch entsteht aus meiner Sicht dieses urbane Lebensgefühl, das eine Stadt ausmacht, auch eine gewisse Dichte und natürlich auch eine Bürgerinnenbeteiligung von Beginn an, um gemeinsam ein Quartier auch zu entwickeln. Es wurde eingangs schon angesprochen, was sehr gut funktioniert dort ist das Erdgeschosszonenmanagement. Einerseits planungsseitig beispielsweise zu sagen, es gibt eine gewisse vorgeschriebene Mindesthöhe im Erdgeschoss, die es auch braucht, damit Geschäfte, damit Gastronomie überhaupt attraktiv dort entstehen kann. Gleichzeitig aber auch die ökonomische Seite, wo eine eigene, ich nenne es Kuratierung der Erdgeschosszone stattfindet, nämlich aufgrund von Branchenmix, aufgrund von unterschiedlichen Lagen in Geschäftsstraßen, die wirklich so geplant werden, als würde man ein Einkaufszentrum planen, nur eben in einer Stadt, damit es auch logisch zusammenhängt und funktioniert. Die offenen und zusammenhängenden Grünräume zwischen den Baufeldern, auch etwas, das immer wieder, glaube ich, sehr wichtig ist, damit wir nicht in Städte bauen, die dann aus Zäunen bestehen, wo alles irgendwie komisch eingezäunt und eingegrenzt ist. Also aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass man von Beginn an, wenn man solche Quartiere entwickelt, wirklich bold Moves macht, große Ideen hat. Sie sehen zum Beispiel links oben diesen See, dass man den Aushub des Sees auch lokal anlegt als Terrassen und temporär sozusagen dann Hügeln in diesem Quartier hat und die Materialien aber dann gleich auch wieder verwendet, um die Baufelder anzugleichen, ist nicht nur ökologisch sinnvoll, weil es tausende Lkw-Fahrten einspart, sondern es ist auch attraktiv, dass sich das Umfeld sozusagen permanent ändert und man dann auch nutzen kann. Zweiter Bold Move vielleicht. Man hat von Beginn an hier gesagt, dass man sich sehr ambitionierte Mobilitätsziele steckt. 80% der Wege sollen zurückgelegt werden im Umweltverbund, also öffentlich zu Fuß mit dem Rad. Danach muss sich dann alle Planung des öffentlichen Raums, des Straßenraums und so weiter richten. Wir sind noch nicht ganz dort aktuell, also rund 27% der Wege werden derzeit noch mit motorisierten Individualverkehr zurückgelegt, weil wissen wir, weil es ein sehr gutes Besiedlungsmonitoring und auch Monitoring des Mobilitätsverhaltens in diesem Quartier gibt. Aber der Trend ist eindeutig Richtung diese 20%. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Ich habe von Bold Moves gesprochen. Einer der Bold Moves war auch im Bereich Ökologie, denn schon bei der Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung vor der Entwicklung hat man entschieden, dass man komplett auf fossiles Gas verzichtet bei der Seestadt Aspern. Das heißt, dass dieses ganze Quartier ohne die Versorgung durch Gas auskommt. Man hat sozusagen Ressourcen, die schon vor Ort waren, wie beispielsweise die Rollbahn des ehemaligen Flugfelds, recycelt vor Ort und für den Bau der Straßen verwendet. Und man hat von Beginn an gesagt, die Seestadt soll so etwas sein wie ein urbanes Labor, ein Innovationslabor in der Stadt, wo man permanent versucht, mit Echtzeitdaten aus diesem Stadtquartier auch weiter zu forschen und bessere urbane Lösungen und nachhaltige Lösungen beispielsweise für Wärmeversorgung zu finden. Es entsteht jetzt gerade in einem neuen Baufeld, das nächstes Jahr zu bauen begonnen wird, ein Bauplatz mit 18.000 Quadratmeter Nutzfläche, wo unterschiedliche Gebäude mit Niedrigtemperatursystemen miteinander verbunden werden und die Wärme- und Kälteproduktion dieser Gebäude ausschließlich über Erdwärmesonden und Luftwärmetauscher funktioniert. Das heißt, dass die Wärme- und Kälteversorgung dieser Quartiere ausschließlich lokal und nachhaltig zur Verfügung gestellt wird. Und die Besonderheit dabei ist auch immer, nochmal zurückzukommen auf dieses Alleinstellungsmerkmal von Wien und dem sozialen Wohnbau hier, dass die Grundregel ist, dass auch bei diesen innovativen Modellen es klar sein muss, dass sie verträglich sein müssen mit den sozialen Zielen und mit der Leistbarkeit des Wohnens. Also kein Programm für frei finanzierte Immobilien, wo das Kapital einfach größer ist und dass die Spielmengen größer sind, sondern es muss auch immer funktionieren für den sozialen Wohnbau, weil auch der in Wien sehr, sehr hohe Standards hat.
Damit mache ich hier mal einen Punkt. Das ist der erste Ausflug sozusagen in die Seestadt Astern. Ich freue mich auf den Austausch und auf die Fragen später. Super, Herr Kraus, das war total spannend und schöne Fotos, die, glaube ich, auch wirklich gut gezeigt haben, wie die Qualitäten in diesem Quartier sind. Ich habe spannende Fragen schon bekommen. Viele werden wir bestimmt gleich auch in der Diskussion vertiefen. Aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie dieses rechtliche Instrument von diesem Erdgeschossmanagement funktioniert. Das war eine Frage, die hier gestellt wurde. Und dann war noch mal eine Frage, auch ganz kurz vielleicht, wie hoch der Autobesitz tatsächlich ist. Diese beiden Fragen jetzt vielleicht erstmal für den Anfang. Zum einen, es gibt eine eigene Gesellschaft in der Seestadt Aspern, die quasi als, ich nenne es jetzt Raumunternehmer, ich glaube, das ist das treffendste Wort, fungiert und die Erdgeschosszonen vermittelt und sehr aktiv schaut, dass es einen gewissen Branchenmix gibt. Dass wir es irgendwann einmal draufkommen, damit eine Geschäftsstraße von Beginn an funktioniert, braucht es eine Buchhandlung, braucht es einen Supermarkt, braucht es eine Trafik und braucht es einen Blumenladen. Und die einmal zu Beginn dort haben und auch ökonomisch vielleicht zu stützen über die ersten Jahre, was die Miete betrifft und somit ein Gesamtkonzept einer Einkaufsstraße zu haben, das sich gegenseitig auch stützt und unterstützt, hat sich als sehr, sehr, sehr erfolgreich herausgestellt. Und wie gesagt, die Bauträger sind einfach rechtlich auch gezwungen, dieser Gesellschaft, die Räume vermittelt, das zu übergeben. Genau, und dann gab es noch die Frage nach dem Autobesitz. Und Autobesitz, generell ist der Motorisierungsgrad in Wien sehr rückläufig. Wir liegen insgesamt in Wien bei unter 40 pro, also unter 40 Prozent der Haushalte, die überhaupt ein Auto besitzen. Ich habe die Zahl von der Seestadt selbst nicht im Kopf. Es liegt aber, was ich weiß, im Bereich der inneren Bezirke, wo wir ungefähr bei 30% der Haushalte sind, die überhaupt ein Auto haben. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage. Wie lange hat denn das gedauert, bis diese U-Bahn beschlossen wurde oder angedacht wurde und bis sie dann fertiggestellt war? Und ich weiß nicht, ob Sie Kosten sagen können, aber das frappiert uns natürlich in Berlin absolut, dass man die in Betrieb hatte, bevor die Leute hingezogen sind. Aber wie viel Vorlauf gab es da? Da gibt es sicher einige Jahre Vorlauf. In Wien ist es so, dass die U-Bahn zu 50% von der Stadt, zu 50% vom Bund finanziert wird. Und die Vorlaufzeit war sicher, wenn man 2007 nochmal hernimmt, das Beschluss des Rahmenplans und 2013 dann als sozusagen Eröffnung der U-Bahn-Station, hat man sich nicht erst 2007 Gedanken über die U-Bahn gemacht, sondern sicher schon davor, weil auch die gesamte U-Bahn-Linie eine Stadtentwicklung, also eine Entwicklungsachse für die Stadtentwicklung ist. Okay. Nicht nur die Seestadt, genau. Aber gar nicht so wahnsinnig lange. Nein, eigentlich. Ist auch im Hochbau. Ich muss auch dazu sagen, man wurde auch dafür kritisiert, also die Stadt wurde auch dafür kritisiert, dass es seitens des Rechnungshofs, dass es nicht kosteneffizient ist, eine U-Bahn irgendwo hinzubauen, wo noch niemand wohnt. Das stimmt. Ich glaube aber, dass es sozusagen in der mittel- und langfristigen Perspektive einfach total wichtig ist, von Beginn an, wenn Menschen wohin ziehen, ihnen schon öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung zu stellen, weil das einfach darüber entscheidet, kaufe ich mir ein Auto oder nicht. Genau. Und dann alle weiteren Entscheidungen. Ja, da sprechen wir bestimmt gleich nachher nochmal, aber das halte ich auch für einen ganz wichtigen Faktor, auch für die gesamte bauliche Gestaltung von so einem Quartier.